Willkommen zurück zu Condemned Criminal Origins. Und wir haben gerade etwas Unschönes gesehen, und zwar einen Typ ohne Arme, der sich in einen Spind verschanzt hat. Und ich muss sagen, oh mein Gott, was ist hier los? Was geht hier vor? Beweismittel, wo denn? Hellviolett, okay. Ach, da wahrscheinlich, oder? Nee, ist ein Nagelbrett. Da. Okay, wir sind also auf der Spur dem Typen namens Tibbetts. Okay, die Tür geht irgendwie sehr, sehr seltsam auf. Das sieht sehr stark nach Feinden aus. Hoffentlich jetzt nicht so penetrant wie draußen auf dem Spielplatz. Ja, da geht schon mal die Tür auf. Da verrät sich gerade mal einer. Der will da einschleichen. Da war auch einer. Dich habe ich gesehen. Manche schleichen sich auch von hinten an. Manche Schelme. Ja, in den Spinden können sich natürlich auch welche verstecken. So, gleich mal rein ins Getümmel. Na, reicht nicht mehr. Schade. Ich hätte den Taser vollern lassen können. Mich drin verschanzen können. Aber ich sehe gerade, ich kann mich da drüben heilen. Aber ich muss sagen, das Game baut hier in der Schule schon so eine gewisse Akustik auf. Atmosphäre. Das finde ich sehr, sehr genial. Da hinten ist noch so ein Typi. Bevor du mir gefährlich wirst. Ja, das killt die nicht One-Shot. So wie manche Gegner. Manche haben eine Taser-Schwäche. Die zählen ja nicht dazu. Und da hinten war noch einer. Ich habe dich nämlich gesehen, Freundchen. Der ist hier lang gerannt. Obwohl, gab es da drüben noch was? Ich glaube, hier gab es sonst nichts mehr, oder? Doch. Ach da. Stimmt, das war dieser Spind gewesen. Not much new here. I'll run a DNA profile. The trail just ends at a bank of lockers. Thomas, have you looked inside? Nein, habe ich nicht. Was ist denn da drin?
Okay, der armlose Typ ist da drin. Bitte recht freundlich. Okay, wollen wir mal die Leiche etwas näher untersuchen. Help me. Help is on the way. Who did this to you? Carl Anderson. The torturer. Okay, take it easy. Do you know where he is now? Other man came to Carl away. Left me here to die. So send an EMT immediately. Cancel that. Two points of note. DNA taken from the hair matches current profile we've established for the guy who's been stalking you. The guy we're calling Serial Killer X. Also, there are some additional organophosphate particles present. Similar to the pesticide we found on the matchmaker's neck? An exact match. I've been running an analysis on those samples. Yeah, the town of Briar is pretty rural. Any chances there's an apple orchard up there? I'll get right on it. Okay, interessante Information und der Typ, würde ich sagen, ist so gut wie hinüber. Und mir bleibt nur diese Schaufel als Waffe, das gefällt mir gerade mal gar nicht. Und was ich da schon mehr höre, gefällt mir auch gerade nicht wirklich. Okay, irgendjemand will anscheinend nicht, dass wir ihm folgen. Aber das kann er knicken. Okay, what the fuck? Ich glaube, ich hole mal eben meine Waffe. Weil das gefiel mir gerade gar nicht. Und ohne Gewehr gehe ich, glaube ich, nicht da rein. Weil wenn da was Schweres lauert, dann möchte ich bitte vorbereitet sein auf das, was da kommt. Ja, die Leiche ist weggespawnt. Sechs Schuss haben wir noch. Das geht eigentlich. Damit könnte ich was reißen lassen. So, ready or not, I come. Aus wie so ein Schwimmbad oder so. Das muss die Schwimmhalle sein. Natürlich perfekter Ort für einen Bosskampf. Oder irgendwas der Art. Irgendwas kommt doch hier. Das sieht doch ganz danach aus. Oh. Den hat's erwischt.
What the hell ist das? What the hell ist hier los? Ach du Scheiße, ja, ich habe zu spät reagiert. Aber ich habe irgendwie schon geahnt, dass da irgendwas kommen würde gleich. Und mein Verdacht hat sich bestätigt. Okay, mein Taser ist voll. Oh, das sieht schon krass aus hier. Okay, von wo kommen die Gevatter? Kommen die schon durch? Jetzt kommen sie erst durch. Wenn das nicht schnell genug geht, dann habe ich ein Problem. Na, mit dem Ausbrechen ist Kacke. Weil dann verrüttle ich die Kamera und sehe so schlecht dann. Auch wenn das geil aussieht, es ist gerade ein bisschen herausfordern das Ganze. Okay, der Typ kommt da runter. Ja, ich kann da nichts mehr machen, weil ich nichts mehr sehe. Ja, ich sehe da nichts. Das ist das Problem. Ich sehe da einfach nichts mehr dann. Oh, die Stelle ist nervig. Die Stelle ist nervig. Macht auch kein Stück Instant. Ja, vor allem das ist nervig, weil ich sehe nichts. Ich kann, wenn ich die Maus rüttle, nichts mehr sehen. Das ist Kacke. Und diese kleinen Drecksviecher fangen an, mir langsam auf die Nerven zu gehen. Ja, richtig pralle mit der Waffe. Ist ja richtig pralle gerade mit der Waffe. Ach du Scheiße, die kommen ja von allen Seiten hier. Ja, geht's noch. So viele gleich. Ich kann da nichts machen. Was soll ich da machen? Ich kann so nichts reißen. Ich brauche eine andere Waffe.
5 Minuten habe ich noch. Für die Tries. Oh, das sind viel zu viele. Das sind echt viel zu viele von euch. Und das will mir nicht gefallen. So, wer ist du hier? Da. Ja, ich kann da nichts machen. Es sind zu viele und ich sehe einfach nichts. Oh, ist das eine Scheißstelle. Tut mir leid, aber das ist jetzt wirklich Kacke. Wie soll ich da was machen können? Ich sehe da nichts mehr, wenn ich mich die Dreckstypen packen. Ich krieg keine andere Waffe. Ich muss eine andere Waffe nehmen. Aber hier liegt keine. Hier liegt einfach überhaupt gar keine rum. Ja toll, ich kann das Bolzenbrett nehmen, aber das bringt mir genauso einen Scheiß. Das bringt. LOL? Ach so. War ja klar, es gibt keinen Weg zurück. Montiereisen haben wir vielleicht, aber. Das bringt mir eigentlich auch kaum was, weil. Wenn mich die Typen packen. Ich habe da keine Chance anzugreifen, weil die grapschen mich dann und. Natzen mich volle Kanne weg. Das ist eine blöde Stelle. Das ist eine richtig blöde Stelle. Wie soll ich das hinbekommen? Ja gut, ich könnte blocken, aber... Es sind auch zu viele dafür, zum Blocken. Ist das ein Scheiß? Ist das ein Scheiß? Ich hasse die Stelle. Ich hasse die Stelle jetzt schon. So, wartet mal, ich mache mir einen zweiten Speicherstand und zwar hierhin. Und zwar neu 2. Ich komme nicht mit dem Ausbrechen klar. Ich komme einfach nicht mit dem Ausbrechen klar. Und das geht mir gerade richtig auf die Klötze. Jetzt komm runter, du Pissvieh. Sieh dir wie an. Da, ich sehe nichts. Ich kann nichts sehen. Was für eine Kackstelle, ey. Tut mir leid, aber die Stelle ist wirklich beschissen. In meinen Augen gerade. Hey!
Mann, das ist doch unfair. Das ist doch nicht wahr, ey. Boah, das ist so unfair, diese scheiß kleinen nervigen Mistviecher. So, der kommt zuerst runter. Bis der Taser aufgeladen ist, dauert es wieder mal Millionen von Jahren. Dann kommen die Mistviecher hier an. Und zwar zu Tausenden. Ich kann nichts mehr machen. Ich bin raus. Obwohl, nein, ich bin noch nicht raus. Boah, Leute, ich stehe kurz vorm Rage Quit, wisst ihr das? Ich stehe hier kurz vorm Rage Quit. Ich bin gerade so sauer. Wegen diesen verfickten kleinen Bastarden hier. Verpisst euch! Ja, ich kann nichts sehen bei dem Scheiß. So, jetzt reißt Tschüss, auf Wiedersehen.